Hallöchen. Wie ihr im Videotitel bestimmt schon gelesen habt und auf dem Vorschaubild gesehen habt, habe ich mir was gekauft. Das sehen wir hier. Und ja, es ging wirklich nicht günstiger. Und warum habe ich das jetzt gekauft? Wenn ich es jetzt hier noch aufkriege, ist das jetzt hier irgendwie so zusammengeschweißt. Wie geht denn das hier auf? Ach, da. Ich habe hier was gekauft. Ja. Die Dings. Tastkabel für ein Oszilloskop. Spezifikation 100 Megahertz sollten sie können angeblich. Oszilloskop, bla bla bla, hast du nicht gesehen, ganz viel Krimskrams. Aber günstiger ging es jetzt wirklich nicht. So, was habe ich jetzt hier bekommen? Hier steht P6100, 100 MHz, 10 mal einmal, x mal 10, besser gesagt 600 Volt Peak. K2IC 1010, ja. Bestellt habe ich eigentlich die PP150. Aber das ist mir eigentlich relativ scheißegal, weil mir geht es gar nicht um das hier, was hier liegt. Es geht mir um was anderes. Weil günstiger ging es nun wirklich nicht. Es geht mir um das, was hier in dieser Tüte ist. Dann um das Ding. Um das Ding. Jetzt nehme ich die zwei noch ab. Und das hier. Um das ging es mir gar nicht. Es ging mir nur um das. Und günstiger ging es jetzt wirklich nicht. Was habe ich jetzt für die bezahlt? Für die zwei Tastköpfe mit dem ganzen Zubehör? 6,99 €. Und jetzt werde ich bestimmt einige schreien hören: für 6,99 € kaufst du Tastköpfe? Mir ging es nicht um die. Wenn die funktionieren, funktionieren sie. Wie sie diesen Preis hinkriegen, weiß ich nicht. Aber was ich brauchte, ganz speziell waren die zwei Dinger hier. Die Federhaken oder Klemmhaken oder wie auch immer man die Dinger hier nennt, die ja hier auf den Tastkopf kommen und dann kommt da dieser kleine Haken raus. Ich habe geguckt bei Ali, nicht AliExpress, ja, AliExpress wird sie sicherlich haben, aber ich habe geguckt bei Amazon, kriege ich aus China einen Haken für 11 Euro. Nein. Ich habe geguckt bei Reichelt um die 3 Euro. Ist ja okay. Zwei Stück, 6 Euro plus Versand und. Jo. Die Dinger kann ich auch einzeln kaufen. Kosten 5 Stück, weiß ich nicht, 4, 5 Euro. Nur das bekomme ich nicht. Ich bekomme nicht diese kleine Tülle da drüben. Da drüben. Da. Diese kleine Dingens. Das ist eigentlich alles universell. Außer ich habe einen ganz speziellen Tastkopf und mir fliegt das Ding jetzt nicht so weg, dass ich es nicht wiederfinde. Taschenlampe. Ich habe es noch fallen sehen, aber wo ist es jetzt hingefallen? Nee. Verdammt. Ich habe es fallen sehen. Bloß in welche Richtung? Da. Komm her. Ist ja eigentlich alles universell. Und was hat diese Kappe noch für einen Sinn? Wenn die hier drauf steckt, dann ist die Spitze nur so. Das ist, um an ICs zu messen, zwischen den Beinchen, damit ich keinen Kurzschluss machen kann, dass ich nicht wegrutsche. Dafür ist das gedacht. So. Das kriege ich einzeln gekauft. Das kriege ich einzeln gekauft. Aber die Dinger kriege ich nicht einzeln gekauft. Ja, die Markierungsringe.
auch nicht unbedingt so den Abgleichschraubendreher hier. Würde auch ein anderer funktionieren, wäre nicht so schlimm. Aber es ging jetzt echt nicht günstiger. Zwei Tastköppe, wo das alles mit drin ist, für 7 €. Und ich hätte für zwei Stück schon bei Reichelt mehr bezahlt. Ich muss das ja alles selber kaufen. Ich werde ja nicht gesponsert. Ausgenommen sind die Leute, die es mal getan haben. Aber ich muss ja immer alles selber kaufen. Ich hatte ja auch schon mal gefragt, ob mal irgendjemand sowas vielleicht übrig hat und mir mal zukommen lassen würde. Ist ja auch nicht gekommen. Kam ja auch nur so eine blöde Antwort wie, kauft ihr die Dinger doch? Ja, jetzt habe ich sie mir gekauft. Ist mir egal. Aber diese Masse Klemmdinger, ich habe hier sogar einen Tastkopf gerade liegen. Der ist sogar angeschlossen an dem einen. Das ist der hier. Der fängt nämlich schon an, hier bricht das nämlich ab. Ist auch noch die Klemme dran, aber es passt an dem auch die Klemme dran. Und die ist ein bisschen weicher als die hier. Es macht aber nichts. Darum ging es mir gar nicht. Es geht mir wirklich um die Teile, dass ich die wieder habe. Ich hoffe, die sind auch von den Dings passend. Kann ich ja gleich mal gucken. Ja, der Trigger blinkt schon. Komm mal her, mach Bild an. Da. Jo, hat Verbindung, passt. So, das wäre das, was ich mir gekauft habe, was ich unbedingt brauchte. Ich kann jetzt nicht erwarten, dass ich hier für 7 € zwei Tastkörper bekomme in einer hochwertigen Qualität. Ich habe hier Tastkörper, die kosten weitaus mehr. Bloß da sind die Dinger nicht mehr da. Einen habe ich verloren, einer ist kaputt gebrochen. Warum auch immer. Und ich verstehe nicht, warum das so schwer ist, diese Dinger zu kriegen. In vernünftigen Stückzahlen und so weiter hast du nicht gesehen. Ich verstehe es nicht. Für einen Multimeter. Habe ich jetzt die? Ja, habe ich. Für einen Multimeter kriege ich. Ich weiß nicht, wie viele Sets an Messkabeln mit verschiedensten Spitzen und Zubehör und hast du nicht gesehen. Aber für so einen Tastkorb, da irgendwie an den Zubehör zu kommen, was man vielleicht mal irgendwann verlegt hat, verloren hat, was auch immer. Es ist schwer, sowas zu kriegen. Da muss ich jetzt zwei Tastköpfe für 7 € kaufen, wo das hier drin ist, wo ich schätze mal, der Tastkopf an sich 1,50 € kostet und das Zubehör ist teurer oder wie. Ich weiß es nicht. So, das packe ich mir jetzt so weg, dass ich das habe. Ich hoffe, ich packe mir das jetzt nicht so gut weg, dass wenn ich es brauche, nicht wiederfinde. Aber jetzt habe ich hier erstmal alles drin. Ne? Ja gut, jetzt habe ich die eine Masseleitung mit weggelegt. Egal. So. Das wäre das Video. Das waren der Zubehör für Tastköppe, was ich über Tastköppe kaufen kann. Da muss man sich Tastköppe kaufen. Hier sind 4 von diesen Kappen abgebildet. Naja, 2 brauche ich nur. Nee. 2 mit dem eckigen und 2 runde. Dass die Spitzen nur noch die Spitzen rausgucken. Na, ist egal. Ich könnte jetzt auch mit einem 3D-Drucker machen, wäre nicht so schlimm, aber ich brauchte die Federhaken. Ganz dringend, weil es ist so schlimm. Hast einen Tastkopf, willst das Oszilloskop an irgendwas anhängen, was ein Kabel hat. Bloß du kriegst die Spitze irgendwie nicht da irgendwie dran. Ich habe noch 2 andere Sachen bestellt. Die eine Sache kommt noch. Die kommt morgen. Und wir sehen uns gleich in dem nächsten Video wieder. Weil ich habe noch was bestellt, wofür ich die Tastkörbe auch brauchen kann. Ich glaube, ihr wisst schon, was es ist. Gut, dann bis zum nächsten Video. Tschüssi!